Hallo und willkommen. Ihr wollt ein paar einfache Antworten auf die Fragen der Zeit, einen klar umrissenen Feind und vor allen Dingen alle Verantwortung für eure Taten an eine höhere Autorität abgeben? Dann habe ich die Anleitung für euch. Und damit geht es um Der Untertan von Heinrich Mann. Der Untertan erzählt die Geschichte von Diederich Hässling, dem Erben einer Fabrik in einer Stadt namens Netzig. Er geht den Weg von einem ängstlichen Kind, über dem immer das Damoklesschwert der Autorität schwebt, zu einem Mann, der ganz genau weiß, was er der Autorität schuldig ist. Er geht hier den zeitgenössisch-klassischen Weg von der Burschenschaft im Studium über das Militär. Man darf hier allerdings einen Fehler nicht begehen. Der Untertan ist kein Porträt von einem Menschentyp, der irgendwie so mal in der wilhelminischen Epoche irgendwie existiert hat, sondern es geht um einen Menschentyp, der nicht nur existiert hat, sondern definitiv noch existiert und wahrscheinlich auch immer existieren wird. Hier soll allerdings auch erwähnt sein, dass es einige Motive gibt, wie zum Beispiel der Übergang bzw. der Konflikt zwischen dem liberalen und dem konservativ-monarchistischen Bürgertum, die vielleicht höchstens historisch interessant sind. Aber zurück zu dem Menschentyp, über den ich sprechen wollte. Was ich hier meine, ist der Faschist. Und damit habe ich ein ziemlich großes Problem, denn was ist ein Faschist? Es ist hier leider der einzig zutreffende Begriff. Aber das Wort Faschist hat gerade im politischen Kontext durch seine inflationäre Benutzung mit oft noch verschiedenen Bedeutungen eigentlich jede Bedeutung verloren. Ich definiere es hier mal folgendermaßen. Faschismus ist die Überzeugung, dass man eine Gesellschaft am besten schmeißt, indem man eine starke Hierarchie einführt, die ähnlich einer Befehlskette funktioniert. Die Untergebenen schulden dabei den über ihnen unbedingten Gehorsam und die Stellung, die jemand in so einem System einnimmt, wird häufig von angeborenen Qualitäten bestimmt. Das Ganze ist natürlich traditionell mit Rassismus und so weiter gepaart, aber ich denke nicht, dass das zwangsläufig notwendig ist. Jetzt zurück zum Roman. Diederich lebt die Idee, die ich gerade vorgestellt habe, besonders nach der Rückkehr in seine Heimatstadt und der Übernahme des väterlichen Betriebes. Er beginnt dem Kaiser quasi vorauseilenden Gehorsam zu leisten, indem er Leute wegen Majestätsbeleidigung anzeigt und potenzielle Umstürzler so quasi im Voraus ausschaltet. Nationalistische Phrasen raushaut, wo immer er kann, und mit seiner Politik möglichst den Regierenden, also hauptsächlich in Gestalt des Regierungspräsidenten von Mulko, in die Hände spielt. Gleichzeitig tritt er nach unten und lebt gegen seine Arbeiter ungehemmt seine Autorität bzw. seine Ideale aus. Ich denke, es wird damit deutlich, inwiefern er dem System, das ich gerade vorgestellt habe, entspricht. Das Interessante hier ist, dass dieses System nicht irgendwie abstrakt erklärt wird, sondern dass dargestellt wird, welche Einstellungen auf der individuell psychologischen Ebene dazu führen. Das Ganze bleibt eingebettet in einen Gesellschaftsroman, der durch die Absurdität von Diederichs Charakter eigentlich immer interessant bleibt und sich gar nicht mal so sehr darin verliert, wie es gerade der Firma geht, wie es bei anderen Erzeugnissen der Mannfamilie ja durchaus öfters mal passiert. Und damit hoffe ich, Interesse geweckt zu haben und verbleibe euer Literatursnob. Hey, wo bin ich hier? Tja, willkommen auf der Incard. Wo sind wir hier? Treue Zuschauer werden es schon das wissen. Genau, ist voll die Nostalgiefolge heute. Aber die Endcard ist zum Glück gleich geblieben und deswegen kann man sich da immer noch Videos ansehen und abonnieren und so. Ja. Schön zu sehen, dass Dinge gleich bleiben, oder? Und deswegen wird es jetzt auch mehr Videos geben. Hoffe ich. Auf jeden Fall gibt es nächste Woche eins, das kann ich versprechen. Weil wir das jetzt gleich im Anschluss drehen werden. Nein, wir haben das an einem vollkommen anderen Tag gedreht. Ja, ich habe auch was anderes an in dem Video. Vollkommen anderer Tag. Gut. Dann sehen wir uns da. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss! Man darf hier allerdings einen Fehler nicht begehen. Den Keks vergessen? Nochmal. Zum Beispiel, ja.